Hallo und willkommen bei einer Handyvorstellung. Wie auf dem Akku schon steht, Marke Mobistel, eine sehr unbekannte Marke. Das Handy heißt Mobistel Synos T2. Ein neues Handy von Mobistel, es hat einen Dual-SIM-Karten-Schlitz, also da können zwei SIM-Karten rein. Ich brauche nur eine. Hier meine SIM-Karte. O2 der Anbieter. So, hier das Handy. Ein Riesenteil. 5 Zoll. Schauen wir uns mal die Merkmale an, bevor wir das Handy erst anmachen. Hier ist die Lautstärke-Wippe, laut, leise, ist auch schön markiert da. Unten ist noch ein kleines Mikrofon und hier natürlich die Lautsprecher. Da sieht man eine kleine Einkerbung, so kann man den Deckel hier abmachen. Hier die beiden SIM-Karten-Schlitze. Hier steht SIM 1 und da SIM 2. Und hier sehen wir eine ganz große Öffnung. Die ist für diesen ganz großen Akku. Hier oben sehen wir den Micro-USB-Anschluss und einmal einen Kopfhöreranschluss. Hier auch wieder ein Mikro zu sehen. Hier ist noch der Ein- und Ausschalter. Wie bei dem Samsung Galaxy S1, 2 und 3 auch immer an der Seite. Da ist die Kamera, aber zu der will ich am Schluss kommen. Also, dann werde ich jetzt mal meine SIM-Karte reinmachen. Und den Akku. So. Dann tun wir mal den Deckel wieder drauf. Also, ich mache noch kurz sauber. Also, dann halten wir mal diesen Knopf gedrückt. Android. Genau, bevor ich das vergesse, es hat die neueste Android-Version 4.0.4. Eine Frontkamera habe ich auch noch vergessen. Die hat 1,3 Megapixel, aber die Megapixel von der normalen Kamera hinten, dazu werde ich erst nachher kommen. So, dann öffne ich das Ganze mal. Ich habe meine PIN. Okay. Also, dann haben wir hier einen ganz flüssigen Touchscreen. Hier die Optionstaste, da können wir auch den Hintergrund wählen. Auch Live-Hintergründe zeige ich euch gerade. So, hier kann man Galerie, Live-Hintergründe und Wallpapers. Wallpapers sind beweglose Hintergründe. Live-Hintergründe, lebende Hintergründe, also Hintergründe, die sich bewegen. Und Galerie sind die Fotos, die ihr geschossen habt, die in der Galerie gespeichert sind. So, natürlich hat das Handy auch den Play Store, also ein Smartphone. Es ist ein Smartphone mit Play Store und allem drum und dran. Telefon natürlich, die Telefon, Internetfunktion und alles. Also bevor ich jetzt zum Preis komme, werde ich diese Kamera hier benutzen. Man sieht jetzt durch das Film nicht ganz die Grafik, aber es sind 12 Megapixel. Das Handy hat ganze 12 Megapixel. Also, ich habe jetzt schon ein paar Apps zum Kommunizieren mit anderen Leuten, aber das interessiert euch jetzt nicht mehr. So, dann werden wir hier mal ein wenig rumscrollen, um nochmal die Flüssigkeit zu sehen. So, hier aber noch wechseln. Hier steht Helligkeit, Dauer, Autodrehung, WLAN, Bluetooth, GPS, Datenverbindung und der Flugmodus. Dann ist hier allgemein, lautlos, treffen oder im Freien. So, hier auf diesem Kreuz werden die Anmerkungen, die Benachrichtigungen werden gelöscht und dann, wie wir es bei Android können, hier die Schiebetaste wird direkt geschlossen. Also,
ein großes Handy, das top ist. 1 GHz-Prozessor. Man kann damit anrufen natürlich. Wie gesagt, es hat Play Store zu Facebook, für Facebook zu downloaden oder WhatsApp und so Sachen. Oder die Taschenlampe, die ihr auch mal gebrauchen könnt. Das sieht man jetzt hier auf diesem roten Tuch. Sieht man die Kamera? Das macht schon einen Unterschied. Das ist auch ziemlich hilfreich. Aber wir wollen jetzt nicht über Apps reden, sondern über das Handy. Also, der Preis. Jetzt kommen wir zum Preis. Legen wir das Handy weg. 200 Euro. 199 Euro für das ganze Handy. Mit Zubehör, also das Zubehör beträgt, also das Ladekabel, USB-Kabel für auch an den Computer zu schließen und Kopfhörer. Und 3 Folien. Hier. Für den Display. Die habe ich jetzt noch nicht drauf gemacht. Ja, und das war's auch schon. Tschüss.